Ja, ich glaube, Justin wurde angezeigt. Hier das Video, warum ich mein letztes Video löschen musste. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich habe es mir noch echt nicht angeguckt, aber ich habe gehört, ich glaube, der wurde angezeigt oder so. Oder habe eine Abmahnung bekommen. Hieß Leute, willkommen zu einem weiteren Oh, ich bin ein bisschen leise. Video von mir. Ich bin gerade im Urlaub und wollte dieses Video hier eigentlich nicht auf. Ich habe gerade eben ein Schreiben erhalten, dass ich mein letztes Video runternehmen muss, weil mir sonst ja rechtliche Konsequenzen bevorstehen. Das heißt, mir wurde damit Anwälten etc. gedroht, weil eine Person aus dem letzten Video in ein falsches Licht gerückt wurde. Ich wollte mich aber trotzdem für ja, die Resonanz auf das Video bedanken. Es waren über 50.000 Likes, ich glaube 53.000 Likes. Das Video hatte 450.000 Aufrufe, das ist unnormal krass und das kam auch sehr heftig bei euch an. Also das Video habe ich auch gesehen. Es ging da um Prinz Markus auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? War ja klar, dass irgendwie sowas von ihm kommt, keine Ahnung. Bei sowas muss dann halt das Video einfach runternehmen, weil da kommen dir sonst so viele Probleme auf dich zu und es lohnt sich nicht, das lohnt sich einfach nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass das, was ich in dem Video gesagt habe, true ist. Das Einzige, was ich zurücknehmen möchte, ist, dass auch Red gar keine Credibility mehr hat. Wir haben uns privat ausgesprochen, das ist alles in Ordnung. Aber ja, ansonsten, ich stehe zu meiner Meinung, aber ich habe wirklich auch vor allem im Urlaub jetzt gar keine Lust auf irgendwelche rechtlichen Konsequenzen. Deswegen habe ich das Video offline genommen. Reuploads und so meinten, die werden auch angeschrieben, das runterzunehmen. Deswegen, ich will, dass keiner von euch Stress bekommt, deswegen nehmt die Reuploads runter, etc. Ja, liebe Grüße aus dem Urlaub hier. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Okay. Ja gut, also dann war es nur ein Abmahnschreiben ohne sonstige Konsequenzen, wenn er das ganze Video runternimmt. Ja gut, ist in Ordnung. Ich meine, dagegen kann man jetzt nichts sagen. Wenn die Person will, dass es offline genommen wird, dann muss es halt machen. Und ja. Aber wenigstens ist nicht gleich eine Geldstrafe da auf den zugekommen. Manche drohen dir da gleich oder drücken dir irgendwelche Strafen rein. Ist dann echt nicht cool.